Hi, ich bin Isa. Ich habe euch heute eine Yoga-Sequenz mitgebracht, die sich besonders für uns Wanderer eignet. Wir machen heute ein bisschen was für die Oberschenkel, die stretchen wir schön. Wir stretchen auch die Beinrückseiten und die Hüften, so dass wir nach einer Wandersession uns wieder komplett gedehnt fühlen und bereit sind für die nächste Tour. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich, dass ihr dabei seid. Komm in den Schneidersitz. Ziehe deine Sitzbeinhöcker noch einmal auseinander. Ziehe die Kopfkrone nach oben und das Kinn sanft Richtung Brust. Schließe deine Augen und lege deine Hände entspannt auf deine Oberschenkel. Nimm zwei tiefe Atemzüge. Durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund wieder aus. Atme nun ganz natürlich weiter und richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Spüre, wie deine Füße, deine Beine und dein Gesäß den Boden berühren. Entspanne deine Schultern, deinen Bauch und deine Gesichtszüge und verweile für einige Momente in Stille. Komme auf der Matte an. Nimm die Hände in Gebetshaltung vors Herz und atme noch einmal tief ein und aus. Öffne nun deine Augen. Namaste. Finde den Weg in den Vierfüßlerstand. Die Hände sind schulterbreit aufgestellt, die Knie hüftbreit. Einige Runden Katze-Kuh. Mit der nächsten Einatmung komm in ein geführtes Hohlkreuz, Blick leicht heben. Mit der Ausatmung komm in den Katzenbuckel, saug den Nabel ein, Kinn Richtung Brust. Einatmen Hohlkreuz, nimm die Schultern zurück und ausatmen ganz rund werden. Mache weiter in deinem eigenen Atemtempo. Nächste Einatmung, neutraler Vierfüßlerstand, gerader Rücken. Strecke nun dein rechtes Bein nach hinten aus und stelle deine Zehen auf. Hebe das Bein parallel zum Boden, die Zehen sind geflext, also zu dir herangezogen. Strecke deinen linken diagonalen Arm nach vorne aus. Auch dieser ist parallel zum Boden, die Finger sind gespreizt. Einatmen hier und mit der Ausatmung bringe Knie und Ellbogen unter dem Bauch zusammen, Kinn zur Brust. Einatmen, wieder strecken und ausatmen, werde wieder ganz rund, Knie und Ellbogen zusammen. Ein letztes Mal. Einatmen, strecken und ausatmen, Knie und Ellbogen zusammen. Mit der nächsten Einatmung wieder strecken, hier bleiben und rechtes Bein beugen. Greife mit der linken Hand von hinten an das rechte Fußgelenk. Schiebe den Fuß in die Hand und spüre die sanfte Brustöffnung. Der Blick ist nach vorne gerichtet, vertiefe den Atem und versuche Leichtigkeit in dieser herausfordernden Position zu finden. Noch einmal einatmen, strecken. Und mit der Ausatmung komme zurück in den Vierfüßlerstand. Seite wechseln. Linkes Bein strecken und nach hinten aufstellen. Hebe den rechten diagonalen Arm und strecke ihn nach vorne aus. Einatmen hier und ausatmen, Knie und Ellbogen unter dem Bauch zusammenbringen. Einatmen, mach dich ganz lang. Und ausatmen, Knie und Ellbogen zusammen. Mach dich rund. Einatmen, strecken. Und ausatmen, Knie und Ellbogen zusammen, Kinn zur Brust. Einatmen, wieder strecken, hier bleiben und mit der Ausatmung das linke Bein beugen. Die rechte Hand greift wieder von hinten das linke Fußgelenk. Presse mit dem Fußrücken in deine Hand und halte den Blick nach vorn gerichtet. Finde Entspannung hier und bleibe für ein paar Atemzüge.
Einatmen, noch einmal strecken und ausatmen, zurück in den Vierfüßlerstand. Schließe deine Augen für einen Moment und spüre nach. Wie fühlt sich dein Körper jetzt an? Für den ersten herabschauenden Hund unserer Yoga-Einheit stelle deine Zehen auf, spreize noch einmal bewusst deine Finger und presse deine Hände in die Matte. Die Mittelfinger zeigen nach vorne. Drehe deine Ellbogenbeugen sanft nach vorne, schiebe das Gesäß langsam nach oben, während du die Beine mehr streckst. Die Knie sind leicht gebeugt. Ziehe das Steißbein aktiv Richtung Decke. Adho Mukha Svanasana. Unser Ziel ist es, Länge in der Wirbelsäule zu schaffen. Es ist also nicht wichtig, ob deine Fersen den Boden berühren. Deine Arme sind ausgestreckt, der Kopf ist die Verlängerung der Wirbelsäule. Dann erst, wenn du kannst, schiebe deine Fersen abwechselnd Richtung Matte. Walk the dog. Spüre die sanfte Dehnung der Beinrückseiten. Mit der nächsten Einatmung strecke dein rechtes Bein nach oben aus, dreibeiniger Hund. Öffne nun deine Hüfte und beuge dein Bein, sodass die Ferse Richtung Gesäß fällt. Fußkreisen rechts-links. Strecke das Bein wieder nach oben aus und bringe die Hüftknochen wieder auf eine Linie. Atme noch einmal tief ein und mit der Ausatmung stelle deinen rechten Fuß zwischen deinen Händen auf. High Lunge. Verlagere nun dein Gewicht nach vorne und hinten und schaukel dich sanft in die Dehnung. Bringe nun dein linkes Knie zur Matte, richte deinen Oberkörper etwas auf und stütze dich mit deinen Händen vorsichtig auf deinem rechten Knie ab. Die linken Zehen bleiben aufgestellt. Wenn dein linkes Knie in dieser Haltung schmerzt, kannst du gerne ein Kissen oder eine gefaltete Wolldecke darunter legen. Bleibe hier für ein paar Atemzüge. Wenn du gerade von einer Wanderung kommst, dann höre auf deinen Körper und taste dich langsam an die Übung heran. Für den Runner Stretch stelle nun deine Finger links und rechts neben deinem Fuß auf und strecke dein rechtes Bein. Die Zehen sind geflext, also zu dir herangezogen. Mit der Einatmung mache deine Wirbelsäule ganz lang und mit der Ausatmung schmelze über das ausgestreckte Bein. Spüre die intensive Dehnung der Beinrückseite. Mit jedem Atemzug sinkst du ganz automatisch tiefer in die Dehnung. Beuge dein rechtes Bein und komme zurück in den Low Lunge. Erde nun deine linke Hand auf der Matte und greife mit deiner rechten die Oberschenkelinnenseite. Schiebe nun den Oberschenkel nach außen, sodass dein rechter Fuß sich ganz von selbst auf die Fußaußenkante rollt. Spüre die Öffnung der Hüfte. Komme zurück in den Low Lunge und erde beide Hände auf der Matte. Löse das linke Knie von der Matte, sodass du dein rechtes Bein für den dreibeinigen Hund nach hinten oben heben kannst. Mit der Ausatmung komme zurück in den herabschauenden Hund, richte dich wieder ein, mach den Rücken ganz lang und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Wir wechseln die Seite. Mit der nächsten Einatmung strecke dein linkes Bein nach oben aus, dreibeiniger Hund, öffne deine Hüfte und beuge dein Knie, sodass die Ferse Richtung Gesäß fällt. Fußkreisen rechts-links. Strecke das Bein nach oben aus und bringe die Hüftknochen wieder auf eine Linie. Atme noch einmal tief ein und mit der Ausatmung stelle deinen linken Fuß zwischen deine Hände. High Lunge. Verlagere nun dein Gewicht nach vorne und hinten und schaukle dich sanft in die Dehnung.
Erde dein rechtes Knie, richte deinen Oberkörper etwas auf und stütze dich mit deinen Händen vorsichtig auf deinem linken Knie ab. Die rechten Zehen bleiben aufgestellt. Stelle nun deine Finger links und rechts neben deinem Fuß auf und strecke dein linkes Bein. Die Zehen sind geflext, also zu dir herangezogen. Mit der Einatmung mache deine Wirbelsäule ganz lang und mit der Ausatmung schmelze über das ausgestreckte Bein. Komme zurück in den Low Lunge. Erde nun deine rechte Hand auf der Matte und greife mit deiner linken die Oberschenkelinnenseite des aufgestellten Beines. Schiebe den Oberschenkel nach außen, sodass dein linker Fuß auf die Fußaußenkante rollt. Spüre die Öffnung der Hüfte. Komme zurück in den Low Lunge und erde beide Hände auf der Matte. Strecke dein linkes Bein aus und hebe mit der Einatmung dein rechtes für den dreibeinigen Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Vertiefe deinen Atem und spüre nach. Wandere mit deinen Füßen zwischen deine Hände und komme in einen hüftbreiten Stand. Einatmen halbe Vorbeuge, Rücken ist parallel zum Boden, Blick geht nach vorne. Ausatmen tiefe Vorbeuge, Uttanasana. Du kannst deine Beine gern leicht beugen. Entspanne den Nacken und die Schultern und lass dich genüsslich hängen. Der Blick geht zu deinen Oberschenkeln. Du kannst die Augen jedoch auch geschlossen halten. Bei dieser Haltung sollte das Tiefergehen der Schwerkraft überlassen werden. Wenn du mit den Händen nicht auf der Matte ankommst, ist es überhaupt nicht schlimm. Falls dir die Übung jedoch schwer fällt, beuge deine Beine, bis du deinen Bauch auf deinen Oberschenkeln ruhen lassen kannst. Strecke nun deine Arme nach vorne aus, sodass deine Oberarme auf Höhe deiner Ohren sind. Mit der nächsten Einatmung strecke die Beine und komme ganz langsam mit geradem Rücken nach oben zum Stehen. Mit der Ausatmung lasse deine Arme sinken. Handflächen zeigen nach vorne, Tadasana, die Berghaltung. Schließe deine Augen und schau mal, ob du dich schon flexibler und entspannter fühlst. Für die gedrehte weite Vorbeuge komme jetzt in einen weiten Gerätstand und strecke die Arme nach links und rechts aus. Atme ein, hebe die Schlüsselbeine, Arme sind parallel zum Boden und mit der Ausatmung bringe deine rechte Hand unter dein Gesicht, lege sie auf dem Boden ab. Strecke den linken Arm nach oben aus, Blick folgt der linken Hand, wenn es sich für den Nacken gut anfühlt. Richte deinen Blick wieder nach unten und komme mit der Einatmung mit geradem Rücken nach oben. Ausatmen, bringe deine rechte Hand wieder zum Boden, hebe deinen linken Arm, Blick folgt der linken Hand. Richte deinen Blick wieder zum Boden und komme mit der Einatmung nach oben. Mit der Ausatmung begebe dich ein letztes Mal in den Twist und bleibe hier. Blick folgt der linken Hand. Die Drehung kommt hier vor allem aus dem Nabelzentrum. Nimm tiefe Atemzüge in den unteren Bauch und versuche wieder Leichtigkeit in die Haltung zu bringen. Entspanne deine Gesichtsmuskeln und deine Schultern. Mit jeder Ausatmung drehe dich noch ein bisschen mehr. Richte deinen Blick wieder nach unten und tauche mit der nächsten Einatmung wieder auf. Andere Seite. Mit der nächsten Ausatmung bringe deine linke Hand unter dein Gesicht und strecke den rechten Arm nach oben aus.
Blick folgt der rechten Hand, wenn möglich. Richte deinen Blick wieder nach unten und komme mit der Einatmung mit geradem Rücken zurück nach oben. Zwei Runden in deinem eigenen Tempo. Wir treffen uns im Twist. Wenn du im Twist angekommen bist, richte deinen Blick gerne wieder nach oben und verweile in dieser Haltung. Lockere deine Gesichtsmuskeln und halte dennoch Spannung bis in die Fingerspitzen bei. Tiefe Atemzüge in den Bauchraum. Richte deinen Blick wieder nach unten und tauche mit der nächsten Einatmung wieder auf. Senke für einen Moment die Arme, schließ die Augen und halte für einen Moment inne. Lass die Übung auf dich wirken. Für den Kuhkopf Gomukhasana wandere deine Füße zusammen und komme vorsichtig ins Sitzen. Platziere nun das linke Knie so, als wolltest du dich in den Schneidersitz setzen und lege das rechte gebeugte Bein über das linke. Ziehe nun die Füße so weit nach links und rechts, bis die Knie übereinander gestapelt sind. Alternativ kannst du auch das linke Bein nach vorne ausstrecken, wenn die Haltung für dich zu intensiv ist. Der Rücken ist ganz gerade. Hebe nun deine rechte Hand und lege diese auf die Rückseite deines Herzens, also auf den oberen Rücken. Greife nun mit der linken Hand den rechten Ellbogen und ziehe diesen näher Richtung Kopf. Richte deinen Kopf und Oberkörper mehr auf und spüre bereits eine Dehnung. Du kannst entweder hier bleiben oder die linke Hand lösen, absenken und über den unteren Rücken bis nach oben zur rechten Hand gleiten lassen. Vielleicht berühren sich beide Hände. Von hier aus richte dich noch einmal auf und komme dann mit geradem Rücken in eine kleine Vorbeuge. Komme langsam wieder nach oben, löse deine Hände und wechsle die Stellung der Beine. Platziere das rechte Knie so, als wolltest du dich in den Schneidersitz setzen und lege das linke gebeugte Bein über das rechte. Ziehe die Füße so weit nach links und rechts, bis die Knie übereinander gestapelt sind. Du kannst das rechte Bein auch ausstrecken. Der Rücken ist ganz gerade. Hebe deine linke Hand und lege diese auf die Rückseite deines Herzens. Greife nun mit der rechten Hand den linken Ellbogen und ziehe diesen näher Richtung Kopf. Richte deinen Kopf und Oberkörper mehr auf und spüre die Dehnung. Komme in die Position deiner Wahl. Mache deinen Rücken jetzt ganz lang und komme dann mit geradem Rücken in eine kleine Vorbeuge. Schicke tiefe Atemzüge in den Bauchraum. Komme langsam wieder nach oben, löse deine Hände, streck deine Beine nach vorne aus und schließ deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug. Augen öffnen. Deine Beine sind jetzt ausgestreckt, deine Zehen geflext, also zu dir herangezogen. Für die sitzende Vorbeuge, Paschimottanasana, hebe mit der nächsten Einatmung deine Arme, sodass die Oberarme auf Höhe der Ohren sind. Mit der Ausatmung komme mit geradem Rücken nach unten. Du darfst deine Knie dabei gerne beugen, wenn du nicht so flexibel bist. Atme ein, richte dich wieder auf und heb deine Arme. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Noch einmal einatmen und aufrichten und mit der Ausatmung schmelze über deine Beine und greife mit deinen Händen entweder die Füße oder lege sie auf dem Schienbein ab. Geh nur so weit, wie dein Rücken noch gerade ist oder beuge deine Beine. Wichtig ist, dass die Wirbelsäule ganz lang ist. Mit jedem Atemzug sinke ein bisschen tiefer in die Haltung und schicke den Atem ganz bewusst in den verengten Bauchraum.
der nächsten Einatmung komme mit geradem Rücken und ausgestreckten Armen nach oben und mit der Ausatmung lasse deine Arme sinken. Schließe deine Augen, nimm ein paar tiefe Atemzüge. Für einen restaurativen Hüftöffner komme in den Schneidersitz und schiebe deine Unterschenkel weiter nach vorne, sodass diese auf einer Linie mit den Knien sind und eine Art Dreieck bilden. Mache den Rücken gerade und komme mit dem geraden Rücken nach vorne für eine leichte Dehnung der Hüfte. Du kannst die Arme nach vorne ausstrecken, die Finger aufstellen und dich mit jedem Atemzug weiter nach vorne bewegen. Schicke tiefe Atemzüge in den Bauchraum und beruhige deinen Geist. Komme mit langem Rücken wieder nach oben und wechsle die Stellung der Beine, sodass jetzt das andere Schienbein vorne liegt. Schiebe deine Unterschenkel weiter nach vorne, sodass diese auf einer Linie mit den Knien sind. Mache den Rücken gerade und komme wieder nach vorne. Strecke die Arme aus und stelle deine Finger auf. Schicke tiefe Atemzüge in den Bauchraum und nimm wahr, wie sich dein Geist beruhigt. Komme mit langem Rücken wieder zurück nach oben, lege deine Hände auf die Knie, schließe deine Augen und spüre nach. Öffne deine Augen wieder und komme langsam in Rückenlage für die letzte Haltung vor Shavasana. Für die Happy Baby Pose beuge deine Knie rechts und links, sodass die Unterschenkel senkrecht nach oben zeigen und die Fußsohlen zur Decke gerichtet sind. Greife innen an den Knien entlang der Fußaußenkante. Wenn du sichergestellt hast, dass dein Rücken vollständig auf der Matte abliegt, dann kannst du die Füße Richtung Boden ziehen und gleichzeitig mit den Füßen Gegendruck erzeugen. Das aktiviert den Hüftbereich. Für das Rocking Baby kannst du sanft hin und her schaukeln. Um besser loslassen zu können, atme tief ein und durch den geöffneten Mund wieder aus. Wiederhole das noch zweimal und begebe dich dann in deinem eigenen Tempo in Rückenlage. Für die Schlussentspannung, Shavasana. Begib dich in eine weit ausgebreitete Haltung. Die Handflächen sind nach oben gerichtet, die Arme leicht vom Körper weggestreckt. Füße und Beine sind mehr als hüftbreit geöffnet, die Zehen fallen nach außen. Bei Schmerzen im unteren Rücken kannst du gerne ein Bolster oder ein Kissen unter deine Knie legen. Schließe deine Augen und nimm ein paar tiefe, sanfte Atemzüge. Lasse mit jeder Ausatmung mehr los. Entspanne deinen Kopf, den Punkt zwischen den Augenbrauen, deinen Kiefer, die Schultern, die Arme, die Finger, den Bauch, die Beine, die Füße. Und die Zehen. Halte deine Augen geschlossen und bleibe ganz regungslos liegen. Wenn ein Gedanke kommt, dann nimm ihn wahr und lass ihn weiterziehen wie eine Wolke. Dein Atem wird jetzt immer ruhiger und du gleitest in einen Zustand vollständiger Entspannung. Komme langsam wieder im Raum an, bewege deine Zehen und deine Finger und vertiefe deinen Atem.
Rolle dich ganz langsam auf eine Seite. Komme mit geschlossenen Augen zum Sitzen, Hände in Gebetshaltung vors Herz. Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug und öffne die Augen. Namaste.